Ein bisschen ungemütlich ist es heute Morgen hier in Harrachov in Tschechien. Guten Morgen von hier. Es hat noch mal reichlich geschneit über Nacht. 15 cm geschätzt, plus minus irgendwas. Kommt immer genau drauf an, wo man misst. Jetzt regnet, plus 2 Grad. Bisschen ungemütlich, wie gesagt. Leichter Wind, der sich aber noch beruhigen soll im Laufe des Tages. Eigentlich ganz gute Bedingungen für den ersten Wettkampf hier von dreien. Einzelspringen heute, morgen Team, Sonntag nochmal ein Einzel. Das super Weekend hier in Harrachov. Und wir freuen uns auf die Wettkämpfe und wir werden jetzt gleich mal versuchen rauszufinden, wie es dem Roman Kudelka geht, der gestern hier schwer gestürzt ist, der im Krankenhaus liegt, nichts gebrochen hat. Das steht ziemlich fest bis jetzt. Heute Mittag wird es zur CT gehen für den Roman. Und dann wird sich hoffentlich rausstellen, dass er nichts Schlimmes hat. Und dass wir ihn demnächst schon wieder hier sehen können auf den Schanzen. Den derzeit besten tschechischen Skispringer, den Mann mit dem Riesenpotenzial. Ganz bitter hier für den Roman, für alle anderen auch natürlich, schade. Aber wir schauen, wie gesagt, wie es ihm geht nachher und dann melden wir uns nochmal. Und bis dahin, tschüss.